Hi, mein Name ist Gwenjustine Maxi Kraft. Ich bin 24 Jahre alt. habe im Jahr 2017 mein Abitur gemacht und bin in Frankfurt-Oder aufgewachsen. 2014 habe ich angefangen, Theater zu spielen in der Schule. Und nach einem Jahr hat mich dann der Lehrer angesprochen, und hat mich gefragt, ob ich nicht auch in seinem Theater spielen will. Und dann habe ich gleich zugesagt, weil es mich so gefreut hat. Ja, und seitdem bin ich nicht mehr vom Schauspiel und vom Theater weggekommen. Und 2021 habe ich dann meine ersten Kurzfilmerfahrungen auch sammeln dürfen. Und 2020 habe ich angefangen, Ukulele zu spielen, weil ja, ich es schon immer geliebt habe zu singen und damit wollte, also mit einem Instrument wollte ich dem Ganzen irgendwie mehr einen Rahmen geben. Ja. Sprechen. Die Worte in den Spiegel sprechen. Sie fremd werden lassen, wie Worte, die du gehört hast. Dein Gesicht sehr nah an den Spiegel halten und jeden einzelnen Buchstaben langsam auf die glatte Fläche sprechen, bis sie beschlägt und du dein Gesicht nicht mehr erkennen kannst. Jetzt sprechen. Mein Name ist Rita. Dein Name ist Rita. Unser Name ist Rita. Ich bin 17 Jahre alt. Du bist 17 Jahre alt. Wir sind 17 Jahre alt, deine Eltern sind tot. Das Wort tot buchstabieren, bis es keinen Sinn mehr ergibt. T-O-T. T-O-T. T-O-T, 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 O-T, 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 O, tot, leben. Leben. Du lebst in einem Eisenbahnwaggon. Ich lebe in einem Eisenbahnwaggon. Ich lebe auf einem stillgelegten Bahnhof. Der Bahnhof ist stillgelegt. Ich bin stillgelegt. Stillgelegt. Still. Jetzt ist das Glas ganz beschlagen. Und du kannst nur noch deine Augen sehen. Du musst langsamer sprechen, du musst langsamer denken. Ich lebe in einem Eisenbahnwaggon. Ich lebe mit fünf Frauen in einem Eisenbahnwaggon. Frauen. Buchstabiere das Wort Frauen. Frauen. Die Frauen, sie sind aus einem Gefängnis. Ich will auch in ein Gefängnis. Gefängnis. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich gehe jeden Freitag zu einem Offizier der Besatzungstruppen.
gehe einmal in der Woche zu einem Offizier der Besatzungsarmee. Er hat hier auf der Schulter hat er eine Narbe. Er sagt mir einmal in der Woche, dass er mich liebt. Ich sage ihm einmal in der Woche, dass ich ihn liebe. Ich kann darüber nicht lachen. Noch zwei Sätze sagen. Ich kokettiere mit dem Tod. Dieser Satz ist aus einem Theaterstück. Mit welchen Sätzen soll ich sprechen? Mit welchen Sätzen soll ich sprechen? Der letzte Satz. Ich will den Rest meines Lebens diesem Stuhl sitzen, in diesen Spiegel sehen, schweigen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die Uhr schlägt sieben. Die Uhr schlägt langsam, unaufhaltsam, unwiderruflich, unbarmherzig sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die Uhr schlägt sieben. Daran ist nichts mehr zu ändern. Aber die Vorstellung, die beginnt ja erst ein Viertel nach sieben. Und also natürlich werde ich zu spät kommen. Ja, natürlich. Wenn es natürlich ist, dann. Unruhig sausen die Straßenbahnen. Ich muss mich entschließen. Ich muss extra kühn aus dem Bett springen. Werde ich heute aushalten, bin ich Dagny die Stimmungsmacherin. Muss ich singen? Muss ich singen? Ich habe für die Unterhaltung dieses Publikums zu sorgen. Wie lästig, so sehr beliebt zu sein, wenn man doch so am Ende ist. Und am Ende. In der Tat. Am Ende. Ich bin krank. Ich wünsche zu sterben. Fensterscheiben, blühen Eisblumen, die Eispalmen, die sind durchglitzert vom Bogenlicht der Straße. Schimmernde, schimmernde.
kalte Schönheit. Und die nassen Trikots? Übrigens, fehlt an meinem Tango-Kostüm, da fehlen auch die Druckknöpfe. Wenn man mich zur Vorstellung holen wird, wenn man aufdringlich wird zu mir, dann gehe ich auf die Straße. Und dort werde ich warten. Warten, nur warten. Ich will gar keine andere Beschäftigung. Und sollte dann ein Schutzmann zu mir kommen und mich für einen Straßenauflauf halten und zu mir sagen, gehen Sie auseinander! Ich habe nur Zeit, ich habe nichts als Zeit, ich werde und ich kann warten. Danke, Mie. Wenn Sie doch nicht so viele Narkotika nehmen würden. Sie ruinieren sich. Sie gehen ja zugrunde bei dem Leben. In der Tat. Ich bin in eine Falle gegangen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich dank ab. Für alle Fälle, ich mach nicht mehr mit. Ich spiel nicht mehr mit. Sie reißt ein Handtuch von der Leine. Sie stellt den Stuhl an die Tür. Sie dreht eine Schlinge. Sie befestigt diese an dem Kleiderhaken. Sie springt auf den Stuhl. Graziös, sicher. Eine routinierte Akrobatin. Sie legt den Kopf behutsam in die Schlinge. Der Haken knackt. Hilf mir doch.